Leute, was geht? Hier sind Julian und Julius und herzlich willkommen zu einem random SBB um den neuen Hero Pick. Da können jetzt nicht nur World Cup Karten drin sein, sondern auch Foot Fantasy Helden. Die sieht man nur extrem selten, aber vielleicht ziehen wir auch heute einen. Ich glaube auf jeden Fall. Ich würde mich auch schon über einen Al-Obairan World Cup freuen. Den sieht man da gefühlt in jedem zweiten Pick. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt. Gerne auch ein Abo. Wir machen heute ein SBB dazu und natürlich machen wir auch einen Stat Reveal. So ist es. Alles klar, dann schauen wir jetzt zusammen weg, ziehen den Pick. Boom, boom, boom. I want you in my room. Okay. Torhüter auf der ersten. Campos ist schon mal abgehakt. Perfekt. Alles klar. Bei mir 89 Physis, 91 Verteidigen, 75 Dribbling, 76 Passen, bla bla bla. Marquez World Cup Hero. Geh mir fort. Gehen wir mal rüber zum zweiten. 77 Physis, 45 bei mir auch. Def. Bei mir auch. 85 Dribbling. Bei mir auch. Ach, nee, das ist safe. Also, das ist safe ein Shitter, ne? Ja, ich glaube, das ist Papa. Oh, warte mal. Ja, das war mir schon direkt. Aber der Schuss sieht ja richtig gut aus. Okay, damit haben wir schon mal zwei richtige Kracher am Start. Okay. Oh mein Gott. Geh mal eins nach rechts. 80 Physis. Bei mir auch. 61 Kopfball. Ja, wir haben wieder den gleichen, Digga. Das kannst du keinem erzählen. Und der ist auch sehr, oh mein Jungberg. Digga. Ich traue meinen Augen nicht. Das ist wirklich as bad as it gets. Ich nehme Jungberg mit. Das ist so respektlos. Deiner ist nochmal viel besch... Ich glaube, Marquez ist nämlich ein bisschen was wert. Jungberg 40k. Marquez 150. Hätte ich nicht gedacht. Was ja sogar echt noch okay. Also okay halt, aber nicht geil. So minus 200k von der SBC. Ja. Stabil, Freunde. Machen wir ein SBB um diese zwei wunderbaren Spieler. So, die Teams sind gebaut und dann würde ich sagen, darfst du mit deinen zwei Angreifern und dem rechten Mittelfeldspieler anfangen. Alles klar. Mein Stürmer Nummer 1 ist ein Engländer und zwar Gomez, Fantasy Foot, aber nicht Mario Gomez. Dann Chuma ist mein zweiter Stürmer und mein rechter Mittelfeldspieler ist Gibbs White Showdown. Gibbs mir. Perfekt. Ich habe drei Schweden aufgeschrieben. War eine super Entscheidung. Ja. Kannst du das ganze Video noch so machen. Was soll ich reinstellen? Deinen kompletten Sturm, bitte. Ach, geil, Junge. Damit hast du mir auf jeden Fall einen Löwendienst erwiesen. Und zwar habe ich nämlich Timo Werner links und rechts Dani Olmo. Und wäre einer von beiden alleine reingekommen, dann wäre der andere irgendwie schon vielleicht klar gewesen. Und der Stürmer, auf den freue ich mich besonders. Der Mann kostet auch nur 50.000 Münzen. 5 Sterne Skills, 94 Tempo, El Sharawi. Ah ja, okay. Das ist eine geile Karte. Ich habe zwei Heroes aufgeschrieben. Smolle und Okocha. Und Ciao Felix für rechts. Perfekt, sehr schön. So, Torhüter, Runde plus Linksverteidiger. Okay, bei meinem Torhüter bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den behalten darf, weil ich habe noch keinen anderen aus der Liga im Team. Trapp. Und Linksverteidiger war es? Ja. Das ist perfekt. Der ist nämlich auch aus der Bundesliga, Angelinho. Perfekt. Keylor Navas und Ismaili. Darfst du natürlich beide zocken. Alles andere wäre ein Skandal gewesen. Und wer darf bei mir rein? Torhüter und Rechtsverteidiger. Okay, da habe ich einmal Ledesma und Rechtsverteidiger Niklas Süle. Onana und Dumfries. Bin irgendwie zu Inter. Ich weiß nicht, ich hatte da so ein Gefühl und das war scheiße. Ja, das stimmt. Wir machen weiter mit den, ja, mit was wohl? Mittelfeld plus Rechtsverteidiger. Na klar. Brauchst gar nicht sagen. Das ist zweimal quasi gefühlt dieselbe Karte. Carlos Soler und Fabian von PSG. Und den habe ich vor kurzem gezogen. Dann spiele ich ihn jetzt mal Emerson Royal. Oh nein. Hab's mir fast gedacht. Fast. Ich habe nämlich Kehrer aufgeschrieben. Und im Mittelfeld habe ich zwei Engländer, Bellingham und Stevie G. Phew. Okay, gut. Sehr gut, habe ich dich
auf die falsche Fährte gelockt. Bei dir auch alles, außer die Innenverteidiger. Ihr wisst doch, wie es läuft. So ist es. Hat Tradition hier, wie RB Leipzig. Da hast du auch keinen, sag ich. Da habe ich einmal Javi Galan in Form. Es gibt einfach bei Spanien 1000 Special Cards. Man hat die Qual der Wahl und im ZM kann einer einfach alles, Freunde. Kann alles. Ach so, einer fehlt ja noch. Und zwar ist das aus der MLS Chiellini. Ganz, ganz wild, was du da treibst. Ja, ich habe Zambrotta, Wijnaldum und Pellegrini. Pellegrini. An Pellegrino bestes Mineralwasser. Was anderes kommt mir nicht in den Rachen. So, zwei Spieler fehlen noch. Wir haben uns noch keinen rausgeschossen. Und ich glaube, dabei bleibt es heute sogar so. Schieß los. Wir haben zu smart gebaut. Bei mir wird's Mats Hummels und eine Icon. Und die Icon, die kommt aus Frankreich und die heißt Desailly. Ich habe Tuta, weil ich vom Tuten und Blasen, ja, egal, und Azpilicueta. Ja, dann bitte deine Innenverteidiger. Bei mir auch eine Icon und ein Spieler. Einmal Nesta und Damian. Ja. Mein Freund, bleib doch nicht dabei. Ich habe zwei Icons auf meinem Brett und ich habe nicht mal Dini aufgeschrieben, sondern Nesta und Cannavaro. Schade, sehr, sehr schade. Dann hätte ich ja Barisi nehmen können, der Beste von allen. Timo, zünd den Turbo. El Chefe. Ah, schade. Jawohl. Junge, was ein geiler Freistoß. Hätte von mir sein können. Boah. Boah. Der war saftig. Von saftig. Chiellini. Ei. Timo, der ist schnell. Sharabi kann doch safe köpfen. Ne, war gar nicht so schlecht. Ey, auch weniger erwartet. Oh ja. Oh, wunderschönes Sweaty Goal, wie KSI früher gesagt hätte, beste Zeit. Gute Zeiten. Und dieser Backhaus. Oh mein Gott. Schade. Die kommen echt einfach zu gut. Oh, Dan Juma, Junge, mach ihn doch. Niklas. Niklas Süle, oh mein Gott. Abseits. Oh mein Gott, das war kein Abseits. Oh, nee, Alter. Junge. Alter, Backhaus. Oh, was? Scheiße. Backhaus, du Musch. Oh mein Gott. Jetzt aber. Und da ist das Ding drin. Wer war's? Der Carlos. Perfekt. Danke, Schiri. Ja. So ist es. So ist es. Hier geht's ja nicht um weitere Discards. Perfekt. Passt. Ja, sehe ich genauso. Super, Schiri. So, Jules. Einen darf ich dir mopsen. Und da nehme ich deinen Rechtsverteidiger. Ja, sicherlich. Das ist Niklas Süle, ich habe mich umgestellt. Ich mache eine SBC. So, da ist der Mann. Auch im April noch eine Maschine. Der ist einfach geil als Rechtsverteidiger. Ich finde ihn echt nice. Er hat fast ein Tor gemacht eben. Lengthy und ja, und Offensivqualitäten sind da. Aber jetzt ist er erstmal für heute weg. Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Macht's gut, haut rein und ciao. Tschüss.